drüben ist wohl irgendein Schiff untergegangen, wie man anhand der Explosion sieht. Festholz und Stoff dabei. Die HMS Success ist nicht so successful. Leider ist gerade der Wind zu hart, als dass ich schnell fahren dürfte. Okay. Die sind gerade untergegangen. Wenn die Leute so gefahren wären, wie sie hier fahren, kein Schiff hätte seinen Bestimmungsort erreicht. Kein einziges. Zumindest nicht so bald. Nicht sobald irgendwelche Wellen im Meer auftauchen. Oh mein Gott, ist so ein Wellengang? Versenkt das Schiff? Sich irgendwas. Das soll nicht mein Problem sein. Ich muss ja nicht mitmachen. So. Komm. Du willst auch da hoch. Du willst da hoch. Momentan erreicht. Ist erreicht. Es reicht nicht. Was mir gar nicht so auffällt. Ich muss mal meine Pistole nachladen. So. Weiter geht's. Wer prügelt sich denn da? Ah, 12 mit Watten. 150 Metall. Nice. Macht, was ihr wollt. Ich würde euch beide ja mitnehmen, aber ich müsste dafür erstmal Platz machen. Das ist doof. Vor allem ist das viel blöder, dass da ein Kriegsschiff direkt vor der vor dem Ding hängt. Mit 200 Stoff. Aber Stufe 34. Das könnte ein Knacker werden. Aber es macht ja nichts, wir können einfach hinten rumfahren. So. Drehen wir schon mal ein bisschen. Verschmutzt die was? Hätte gern. Jetzt habe ich ein Ziel. Danke. So, jetzt müssen wir das einmal ganz kurz mitnehmen, weil
Jaguare haben irgendwie diesen Eindruck, einen gefangen nehmen zu wollen, angreifen zu möchten. Kommt ihr hier, Spanier? Komm, put, 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 put. Oder geh woanders hin, ist mir egal. Da müssen sich wohl schon zwei Schüsse gelöst haben oder so. So. Keiner von denen ist mein Ziel. Aber einer von denen trägt Dinge rum. Sind aber alle zu weit weg. Oh ja, komm du her. Komm her. Da ist nichts, komm her. Bleib halt liegen. So dachte ich mir das nicht. Ich dachte eigentlich eher, dass das besser klappt, aber egal. Ach ja, die Geiseln befreien, ohne entdeckt zu werden. Ah, haha. Stimmt, ich sollte hier ohne Kampf durch. Ha. Das habe ich total vergessen. Na egal. Bevor du irgendwas mit deinem blödsinnigen Kopf Dings machst. So, Munition bitte wieder. Eine Kugel. Aber Berserker-Pfeile, nein. Ach, die könnte ich auch mal wieder einsetzen. Das ist eine gute Idee. Hier lag doch noch einer. Oh, 6 Kugeln. Der hat sich gelohnt. So, Auftrag ausgeführt. Ja, weil du nicht läufst. Komm, stirb einfach. Hier ist doch garantiert noch einer. Ich habe auch eben noch einen hier gesehen, oder? Ich meine, der Vorteil ist, jetzt wo hier keiner mehr ist, offensichtlich, wir können in Ruhe plündern. Wenn wir mal auf diesen blöden Baum kämen. Bitte, danke. Lass uns kurz üben. Also das Singen. Kann ja nicht so schwer sein. Immerhin singe ich ja auch Schlaflieder für Kinder. Richtig.
Deswegen bist du prädestiniert dazu, Chanties zu singen. Oha. Hat Bamble schon eine Aufnahme von seinem Gesang gemacht? Das ging ja schnell. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so, also dass ich jetzt so inspiriert bin. Wo ist dieses blöde Gewehr? Ich will es haben. Es lag doch hier rum. Und ist jetzt despawned. Okay. Dann ist es halt despawned. Aber da ist noch ein Schatz. Nope. Komisch, da ist eine Leiche, das macht ihn suspicious. Das Schlaflied war so legendär. Ja, genau deswegen habe ich mir gedacht, das mit dem Singen ist genau dein Ding. Aber genau dein Ding. Nein. Da oben komme ich nicht hoch. Außer Reichweite. Das stört mich eigentlich auch nicht. Danke sehr. Ich will doch bloß an diese blöde Kiste ran. Man wahrscheinlich einfacher bekommen würde, wären wir gerade hier nicht auf Mission. Ach, da drüben ist noch die andere Kiste. Ja, das war die falsche Kiste, aber die Kiste hätte ich auch gewollt, also von daher. Nein, da lang. Hier hat sogar jemand was ausgelegt für mich. Extra einen roten Teppich. Das ist ja nice. Haben wir den Quatsch? Dann müssen wir darüber. Ja, ein Animus-Fragment noch in die zwei Geheimnisse. Dann sind wir hier durch. Wenn sie sich nicht umdrehen, ist das nicht mein Problem. Dann renne ich einfach weg. Sollen die doch einfach lebendig bleiben. Verdammt, das ist eine größere Reichweite als ich. Außer es geht um Schwerter, dann hast du sie nicht mehr. So. Bitte den hier einmal. So gefällt mir das. Irgendwo gibt es einen Schatz. So, ich hätte gerne hier noch seine Kugeln. Denn ich habe gerade welche verschossen. Genau, da hoch bitte. Da hoch, das passt. Da hinten müsste das letzte Geheimnis. Ja, genau, da drüben ist das letzte Geheimnis. Auf dem Weg zurück zum Schiff, das ist doch passend. Und wieder finden wir eine Nachricht, ploppen die Flasche auf, sagen.
Prost. Weil die Flasche muss leer. Der Korken ist ab. Ach, immerhin die 13. Meine größte Angst ist immer noch, dass wir eine 18 finden. Eine 18 würde bedeuten, wir haben nämlich noch eine zusätzlich zu finden. Jetzt nur bis maximal 17. Ja, Captain ist wieder an Bord. So. Wenn wir jetzt hier schon waren, können wir direkt hier runter segeln. Captain hat das Ruder. Und wenn wir das gemacht haben, fahren wir direkt weiter zur Hauptmission. Versuchen, den Schiffen da mal aus dem Weg zu gehen. Das ist doch eine Fregatte. Ja. Aber die dreht, das ist okay. Das heißt, die sieht uns da trotzdem nicht. Ein Schoner. Ein anderer Schoner. So, 3000 Reales. Ich würde sagen, grundsätzlich, das sind 3000 Reales, das ist schon mal was. Da hinten haben wir ein Piratenschiff. Ist da was? Rahmsegel einholen. Sie, Worte, das wird sie versenken. Alter Abstand und benutzen. Auf dein Zeichen, Captain. Ich sehe nichts. Ein schönes Schiff, das da drüben gerade versenkt wird. Aber sie haben halt Reale dabei. Sehr viele. Er reißt uns in Stücke. Genau. Ah, da ist noch der andere Pirat.